Was bisher geschah. Und so geht's weiter. Genau, das ist doch mal eine gute Idee. Ja. Du brauchst keinen Stock, um die anzugreifen. Niemand entkommt. Niemand kann sich verstecken. Okay. Mein Name ist Silas. Ich stehe doppelt in eurer Schuld, vor allem wenn ihr gegen Rayleigh seid. Ich bin gegen niemanden. Ich will einfach nur hier raus. Liliana? Ich bin am Ende, Sketch. Oh Gottchen. Holy fuck, das sind meine ganzen Sachen. Er ist nicht automatisch eingekleidet, ich aber schon, das ist nett. Was bist du denn eigentlich? Ich glaube, du könntest auch ein Tank sein. Ich frage mich gerade, was mit meinem anderen Tank ist. Und das macht mich ein wenig, das verwundert mich ein wenig, weil ich natürlich nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Soll ich ihn Tanky machen oder soll ich nicht, ich glaube, er ist nicht Tanky. Zurücksetzen. Dann kannst du auch Berserker sein. Ha, und als Berserker, Kampfrausch. Aber er hat Waffe und Schild. Toll. Toll, ist ja super. Hier und hier. Nur just in case, falls ich... Kannst du ja erstmal zwischenzeitlich so tanky sein. Spezialisierung hast du jetzt auch eins mehr. Blutmagier. Dankeschön. Alles andere bringt uns nichts. Und noch mehr Willenskraft. Blutmagier brauchen wir davon nicht. Das kriegst du. Sehr schön. Und weil wir so viel Spaß haben, habe ich echt hier nichts weiter. Ich brauche eine zweite Waffe, fällt mir gerade auf. Habe ich nur Stufe 1? Nee. Ich kann... Aha! Ich hatte doch ein Dolch. Der war mir doch... Oder ist das das Ding hier? Nee. Wo ist denn der Dolch? Dolch. Da. Ach so. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Da haben wir so, da ist aber Ezebe. Kriegt Sketch jetzt den hier noch und seine Kleidung. Nee, doch, das hier. Und das hier und das hier. Damit ist er fast wieder back to the roots. Mann, dass ich fast gar kein Equipment für die gefunden habe, finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Weil er wird jetzt auch fast ohne rumrennen müssen. Hier haben wir eigentlich nichts für ihn. Hier, kriegst ein Schwert. Ich hab noch nicht mal ein Schild für dich. Ah doch, hier, Schild, guck mal. Toll. Du kannst sogar eine Zwergenrüstung tragen. Na, die steht hier aber total. Schön. Warum nicht? Hast halt eins weniger. Dafür mehr Widerstandskraft. Ich lebe ja mit allem. Ich greife ja hier nur nach Strohhalmen quasi. So, dann speichern wir. In die Tür können wir nicht. Wo ist denn eigentlich unser zwergischer Begleiter? Der meinte, der immer auf unserer Seite sei. Immer diese Tore. Irgendwo muss doch ein Hebel sein. Ach, hahaha. Kann ich das jetzt überhaupt noch einstellen? Ja, Eigen. Nee, wie wär's mit Verteidiger? Das ist doch gut. Sketches Heiler, Liana Schläger. Gut. Nee, ich will hier. Ah, fucking. Magier. Fuck. Nee, wie wär's? Heil sie mal bitte. Danke. Ich habe auch nichts, womit ich sie irgendwie. Nee. Ah, Gruppenangriff. Greift alle den an. Der Magier muss zuerst sterben. Oh, und der heilt sich auch noch die ganze Zeit. Komm. Fuck me sideways. Hier, gucke mal. Kannst du... Haben wir noch Mana? Lyrium meine ich. Ein Lyrium-Trank. Ja, den haben wir tatsächlich. Trinken. Oh, und der macht eine Gruppenheilung. Das ist Mabari. Fucking Mabaris als Gegner, weißt? Schlimmster Shit ever. Wieso hat das gerade nicht geholfen? Are you shitting me? Kannst du den irgendwie... Nee, kannst du nicht, wa?
Der stirbt. Während ich ihn heile, stirbt er einfach. Trink mal einen Schluck. Ich muss den wiederbeleben. Ja. Please. Wo ist der Mabari? Ey, die machen so viel Schaden. Was soll das? Und vor allem, ich sehe es nicht mal. Hier ist der scheiß Mabari. Ich werde es tun. Gott, damn it. Kannst du in der Gruppenheilung können wir noch nicht machen. Eine Heilung aber auf sie, weil sie jetzt gerade alles angreift. Warum verjüngen überhaupt? Das ist das Falsche. Auf. Nee, nicht auf den. Auf das Vieh, bitte. Auf das. Hast du jetzt mal wieder eine Gruppenheilung? Nein, hast du nicht. Das bitte auch auf sie. Die stirbt bald. Natürlich. Oh my fucking Lord. Regeneration. So schnell ich nur kann. Jetzt wird es. Haben wir es jetzt langsam. Lustig. Das reicht. Please. Oh, ohne Sterben. Ich schaffe es ohne Sterben. Also ohne alle, dass alle sterben. Du weißt schon. Oh Gott, ist das schwierig. Danke. Meine Fresse. So, ich habe jetzt auch keinen, weil er ja... Ja, gut. Reinigende Aura hat. Nein, ich habe nicht gespeichert. Oh nein. Nein. Zack. Das war sie. Sie und ihr Monster. Dafür werden sie büßen. Autsch. Ich werde es tun. Oh. Oh, das ist wirklich traurig. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Natürlich. Speichern wir ihm. Können wir irgendwas mit ihm machen? Das ist voll... Oh nein. Weil ich das hier irgendwie auswählen kann, aber es... Nein, gut. Ach ja, okay. Tuck musste sterben. Finde ich sehr schade, tatsächlich. Das finde ich wirklich sehr schade. Haben wir jetzt irgendwie was Besseres für dich, ne? Großes... Aber dann ist ein Zweihänder, wa? Ja, nee, das können wir nicht gebrauchen. Kriegst du das hier zurück und den Schild? Ich habe auch nichts sonst an Equipment für... Das ist echt sehr raritätmäßig hier. Irgendwie mal was an Equip zu finden. Ich kenne den Raum hier sogar. Mit den Köpfen. Ja, ich erinnere mich. Ich bin hier durchgelaufen. Lass die rauskommen. Wird erledigt. Ich werde es tun. Go, go. Wird erledigt. Yes, yes. Wir kriegen das hin. Na, aber Easy Mode. Lecker. Natürlich. Wie im Leben. So ist das richtig. Also wenn keine Magier oder Mabari dabei sind, dann geht es ja von den Kämpfen. Aber ansonsten, holy fuck, sage ich nur. So, es gibt 6 Teile. Ich glaube, wir haben jetzt 5. Können wir nochmal nach Equipment gucken? Ich greife ja nach jedem Strohhalm hier. So, Schild des Templern-Kommandanten, das wird dir wahrscheinlich nichts bringen, weil du hast jetzt einen besseren Schild, ja. Mantel des Kerntrupps, ist das irgendwie von denen? Ja, hier, ein bisschen besser als nichts. Ansonsten überhaupt gar nichts, was ich dir bieten kann. Gut, speichern, weiter geht's. Yay, merkt man, wie nervös ich bin, weil mich das mit den Kämpfen hier so ein bisschen anstrengt? Natürlich. Hilf mir bitte. Oh Gott. Können wir uns auf den hier konzentrieren? Durchgeflogen vor dem Mabari. Es tut mir so leid, Wawa. Tut mir so leid. Warum greifen die mich an? Ich sehe nicht mal...
Sehr schön. Ich werde es tun. Ihr zeigt es! So, Freunde. Das klappt doch super, wenn ich alle koordiniere. Das werde ich. Bleib stehen, du Penner. Komm schon und hol's dir. Ja, ihr seid keine Gegen. Hallo? Bitte nicht verwirren und wegrennen. Ihr verlängert nur euer sowieso endgültiges Schicksal. Gott fucking damit, kommt zurück. Weißt du, das wieder vermisse ich am Magier. Du musstest den Leuten nicht hinterherlaufen. Du hast sie einfach platt gemacht. Niemand sonst wird euch retten. Folgt mir, wenn ihr wollt. Ich habe noch eine Verabredung. Ja, sie können sich gerne meinem Team anschließen. Und dabei sterben. So, das machen wir gleich. Guck erstmal nochmal gleich. Kann ich mit denen reden? Ich habe dafür gebetet, Rayleigh zu entkommen. Ich danke euch. Frei? Ihr seid eine tugendhafte Seele. Ja. Yeah. Ihr seid wundervoll, Mädchen. Ich danke euch. Yeah. Bewegt euch, wenn ihr hier raus wollt. Niemand sonst wird euch retten. So. Haben wir noch irgendwas Interessantes gefunden? Natürlich nicht. Das sind schwere Handschuhe und schwere Stiefel. Oh, die kann der Tank gebrauchen. Hallo, Tank. Tank? Schwere zwergische Rüstung, das hatten wir ja schon. Wenigstens hat er jetzt Schuhe. Das ist doch schon mal schön. Da sind wir einen Schritt weiter. Das freut mich. Dann speichern wir mal wieder und gehen fröhlich ins Gefecht. Ich speichere jetzt echt nach jeden 3 Sekunden hier. Da lang. Ich habe auch Angst, Türen zu öffnen. Hallo? Huch. Ich finde es auch schön, dass das Lagerhaus von quasi... Ja, Fässern von Getränken und Essen und hast du nicht gesehen, quasi der Nahrung direkt neben dem Folterkeller ist. Vorsicht! Könntet ihr... Autsch. Und jetzt alle kurz den hier. Oh Gott, das ist... Das war's für dich! Okay. Du machst ihn einfach nur lächerlich. Nee, geht ihn, geht ihn. Das werde ich. Natürlich. Aus den Schatten direkt ins Herz. Ah, ey. Geht ihn. Und jetzt alle auf dem Barbarium. Ach du Scheiße. Och, die Scheiße. Heil dich selbst. Nein! Nein, das darf nicht wahr sein. Ach Mann, ey, das geht mir jetzt wirklich auf den Sack hier. Macht das nicht Spaß. Und er ist auch tot, oder was? Ja, ich bin tot. Ach so. Natürlich. Ja, und die haben alle noch volles Leben. Was soll's? Ach komm. Gibt's hier keinen Quickload oder so? Schnell speichern. Ich bin da ja gerade erst losgelaufen, wa? Ja, dann gehen wir da lang. Meine Fresse, geht mir das auf den Sack. Hello. War ich hier nochmal irgendwo im Raum? Ich weiß es gar nicht. Komme ich nicht von hier? Fällt mir gerade auf oder bin ich hier irgendwie... Ja, ich glaube, von hier komme ich. Ja, da hinten hat diese komische... Das Gitter zu mir gesprochen. Ich erinnere mich dran. Als wäre es erst gestern gewesen. So... Der Otterkuss. Sag mal, können wir eigentlich irgendwas dafür... Das habe ich ja nie verwendet, weil ich es nie brauchte. Schwache Wärme. Erhöht kurz die Resistenz gegen einen Feuerschaden. Otterkuss. Waffen, die mit diesem starken Gift beschichtet sind, versuchen bei jedem Treffer tatsächlich Naturschaden und können dem Ziel einen Abzug auf die Bewegungsgeschwindigkeit zufügen. Kann ich das verwenden? Kannst du das auch? Schwache Natursalbe. Erhöht kurz die Resistenz gegen Naturschaden. Das so lange reicht? Mal gucken. Hello. Wird erledigt. Kommt bitte alle her. Und dann alle auf ihn. Ich werde es tun. Geht ihn. Mit Gebrüll. Ja, gleich. Ach du Scheiße, Mann, ey, warum stirbt er denn so schnell? Ich werde es tun. Warum stirbt der hier nicht? Wird erledigt. Ja, gleich.
Oh. Alter. Wenn der jetzt schon wieder stirbt, ja, ich kann noch nicht mal irgendwas machen hier. Hallo? Könntest du dich da bitte... Wieso geht das nicht? Hä? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich das nicht mal... Okay, er stirbt. Ja? Dann hast du jetzt eine Millisekunde Zeit, ihn zu retten. Während sie hier dick fett kassieren wird. Und er lebt immer noch. Ey, oh mein Gott. Rache. Oh my fucking Lord, ich kotz gleich. Please, please, please die einfach. Ich werde es tun. Und er ist noch nicht mal gestunt. Alter Verwalter, was ist, was stimmt mit diesem scheiß Magier hier nicht? Verrecke. Ja. Geht doch. Fuck me sideways. Das werde ich. Endlich. Niemand entkommt. Niemand kann sich ver... Ach so. Vielleicht sollte ich auch machen, dass hier alle diesen scheiß Mabari angreifen. Wäre auch eine Idee. Man merkt vielleicht, ich habe für Misserfolg nicht sehr viel Geduld. Keine Gnade. Das ist richtig. Wir haben triumphiert. Oh, weiter. Shit. Wir haben es fast geschafft. Ich kann es schaffen. Ja, ich ja. Muss. Toll. Wenigstens einer von uns, oder was? Ey. Mach ich drei Kreuze, wenn ich hier durch bin. Hello. Das ist aber eine nette Tribüne hier. Hallo? Es dürfte doch eigentlich keiner wissen, dass wir hinkommen. Ihr seid nun in Sicherheit. Okay. Dorothea? Dorothea? Euer Gast ist wach. Offensichtlich. Bitte, gebt uns einen Moment. Bitte. Ihr habt zweifellos einige Fragen. Komm einfach zur Sache. Wer seid ihr? Wo bin ich hier? Warum habt ihr mich gerettet? Holy shit, endlich bin ich da raus. Wer seid ihr? Dorothea? Sollte ich euch etwa kennen? Nein. Aber wenn ihr darauf besteht, dass ich mich angemessen vorstelle, mein offizieller Titel ist... Muss ich euch also mit Hochwürden ansprechen? Mein Tempel ist in Orlais. Ich kam ohne Genehmigung hierher. In der Hoffnung, meine Fehler wieder gut machen zu können. Einfach nur, Dorothea genügt also vollkommen. Wo bin ich hier? Das hier ist eine Kirche. Wollt ihr mich etwa einsperren? Die Kirche ist nicht der verlängerte Arm der königlichen Rechtsprechung. Ich bin mir allerdings sicher, dass diese guten Bürger Ferelden's unser beider Taten missbilligen. Aber ihr seid doch eine von ihnen. Ich bin auch eine Orlesianerin. Sie haben keinen Grund, auf mich zu hören. Sie wissen jedoch, dass es der gesamten Kirche schaden könnte, wenn ich hier scheitere. Warum habt ihr mich gerettet? Ihr habt mich gerettet? Ihr habt mir einen Schlüssel gegeben? Ihr brauchtet keinen Schlüssel. Ihr hättet auch eine Wache übertölpeln oder euch aus einem Splitter oder etwas Garn einen Dietrich flechten können. Es würde euch gut stehen, wenn ihr eure Haare flechten würdet. Wie auch immer. Ich habe euch lediglich klargemacht, dass ihr niemals machtlos seid, wenn andere in Not sind. Aber warum? Weil es das ist, was ich hören wollte, als ich in eurer Lage war. Okay, komm einfach zur Sache, bitte. Das ist ja alles hochinteressant. Aber ich muss möglichst weit von Ferelden und Orlais weg, und zwar schnell. Die Papiere, die Major Lane Rayleigh verkauft und gegen euch eingesetzt hat, gehörten mir. Ihr wart das? Aber sie gehörten dem orlesianischen Militär. Das ist Hochverrat. Mein Tempel wird über Truppenbewegungen informiert, damit wir sie unterstützen können. Die Papiere wurden mir gestohlen, in einem Moment der Schwäche. Ich wusste nicht, warum Major Lane meine Nähe gesucht hat, aber
Es hat mir das Gefühl gegeben, als wäre ich wieder jung. Ich habe also für euren Fehler bezahlt. Ich habe versucht, das zu verhindern. Ich will es hinter mir lassen. Wollt ihr, dass ich sie zurückhole? Ob das jetzt auch noch so eine gute Idee wäre? Ich meine, er hat sie ja sowieso schon. Ich habe versucht, dies zu verhindern. Das klingt, als hättet ihr ein echtes Problem. Allerdings geht es mich nichts mehr an. Seid ihr euch da sicher? So sehr ihr vielleicht wollt, dass alles vorbei ist, so sehr nagt es auch an euch. Es geht um Wünsche. Es geht darum, was ihr wollt. Und was soll das sein? Dasselbe, wonach ich mich gesehnt habe. Aus ihrem Mund zu erfahren, warum sie es getan hat. Ich kann euch sagen, wo Marjolaine ist. Wo Kommandant Rayleigh ist. Helft Olay und ihr helft euch selbst. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Okay. Ich dachte tatsächlich, gut. Es wäre eine andere Art von Erfahrung gewesen, dass das Gitter mit mir gesprochen hat. Aber offensichtlich nur eine weitere Intrigantin aus Orlé. Schreibt die Schublade. Wieso kann ich die nicht benutzen?